Ei, gute Wie, grüße euch von der Hof Bergmann 1.4 im LS22 und da steht er, unser neues Stück. Der Voltra. Ja, und einmal anlassen. Oh, schön, geräumig ist er. Hier Lenkrad übrigens stimmt auch wieder. Ich musste aber das Spiel neu starten, nur kalibrieren hat nicht geholfen, hat er sich wohl im Spiel verhakt. So, Blinkeranzeige haben wir auch. Licht haben wir. Rundumleuchte wird nicht dort angezeigt. Haben wir da irgendwo eine andere Anzeige? Ah, da oben. Ah, Rundumleuchte. Arbeitslicht vorne. Dann Arbeitslicht hinten. Jo, haben wir auch. Wunderbar. So, Fernlicht ist hier wieder eine Anzeige mit drin. Gut. Wenn wir ein Tempomat reinmachen, ja, der wird auch hier angezeigt. Sehr schön. Gut. Ansonsten links die Spritanzeige, das noch ganz wichtig. Ja, km/h, Drehzahl, Uhrzeit. Ja, irgendwann vielleicht auch mal noch mit Rückfahreinrichtung. Wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Und vor allen Dingen, wir haben hier GPS jetzt mit eingebaut. Da muss ich mich dann mal noch beschäftigen. Das ist ja ein anderes GPS als das, was ich immer hatte, wie das genau funktioniert. Und das Fahrzeug hat jetzt natürlich zum Start erstmal einen relativ hohen Schaden. Ja, werden wir mit der Zeit natürlich richten müssen. Aber ich will jetzt am Anfang nicht viel Geld für Reparaturen sowas ausgeben. Das heißt, da werden wir das erstmal so laufen lassen. Gut, und während hier jetzt so nach und nach das Ganze vollballert, kann ich mich ja schon mal damit beschäftigen, wie denn das GPS genau ging. Steht hier was? Alt-C war das. Ah, genau, mit Alt-C machen wir das an. So. Dann STRGS. Ah, genau, dann kommen wir hier rein. Gucken wir schon mal, automatische Breite haben wir für den Streuer die 12 Meter, wunderbar. An Geländewinkel ausrichten, müssen wir immer gucken, je nachdem welchen Winkel wir haben. Vorgewendemodus anhalten. Machen wir mal aus. Ich will nicht, dass der von sich aus anhält. Ich will das selber steuern. Linien würde ich aber gerne sehen. Ja. Gut. Versatz. Haben wir im. Ja, da steht es ja 0,0. Das passt. Ja, da müsste man ja so dann quasi schon loslegen können. Ja, noch ein bisschen mehr Kalk hier rein. Und ja, wir brauchen es aber erst auf dem Feld. Also deaktivieren wir erstmal nochmal kurz. So, dann können wir auf jeden Fall da sauber drüber fahren. Ich meine, bei dem Feld, was wir jetzt angefangen haben, da wird das natürlich jetzt, ja, wird das eher eine Stückelei. Aber bei dem Nachbaracker, da haben wir dann natürlich vollen Einsatz, vollen Spaß für das Ding. Gut. Oh, wobei man merkt, hier Kalk ist schwer. Der Anzug ist nicht ganz so sportlich mit dem vollen Kalkstreuer hinten dran. Und wird auch sicherlich nicht der größte Traktor, den wir hier haben. Aber jetzt fürs Erste und wie gesagt, ich würde ihn jetzt auch erstmal nur für die Sachen nehmen, wo wir den auch wirklich brauchen. Also hier Kalkstreuen, klar. Beim Mähen, ich wollte mir ja das eine Mähwerk, hatten wir ja schon gezeigt, das gezogene holen. Da könnte man natürlich jetzt hier mit dem Traktor vielleicht doch auf was anderes zurückgreifen. Da wir aber dieses Jahr nicht mehr mähen, müssen wir uns da dieses Jahr auch keine Gedanken mehr drum machen. Und ja, dann schauen wir doch mal. Ansonsten natürlich, ja, irgendwann könnte man überlegen, vielleicht dann auch mal einen größeren Anhänger sich zuzulegen hierfür. Solange wir aber da jetzt nur den kleinen Krone Emsland haben, werden wir da, wie gesagt, da auch den
alten Traktor nehmen. Ganz klar. So. AE6, der zeigt sogar den Gang hier mit an. Okay. Jetzt hat er auf E4, E3, da schaltet er runter. Gucke mal, gucke mal. So. Dann gehen wir mal hier auf den Acker. Die Sicht ein bisschen so. Wir können noch ein klein bisschen rauszoomen. So, da, Alt-C, da hatten wir's. So, hier ist die Linie, aber er zeigt gar keine Seitenlinie. Jetzt war wieder die Frage, ja, hier zeigt er auch gar nicht alles an. Jetzt ist wieder die große, große Frage. Muss ich doch in die Steuerung gucken. Ich glaube, ich brauche da eine andere Taste für, ne? Guidance Steering. So. Ja, STRGS was fürs Menü. Ah, stimmt. Wir müssen ja erstmal Punkte setzen und so, ne? Ja. Entweder Punkte setzen oder wir gehen hier hin. Und sagen. So, mit Richtungseingabe. Und wir gucken hier im 90-Grad-Winkel. Gut. Also A-Punkt setzen und 90 Grad. Ja, dann haben wir auch. Dann haben wir hier auch das Ganze. So, jetzt ist nur noch die Frage. Wir konnten das doch auch seitlich verschieben. Mit Alt-Bild hoch, Bild runter. Okay. So, und zwar hier drüben, da haben wir ja schon eine Bahn runter. Das heißt, wir können mit dem ganzen Kram hier so ein bisschen rüber. Also in etwa so, dass wir auf jeden Fall alles erwischen. So, dann mal hier. Fahr da rüber. Muss mir dann die Tasten natürlich, das mache ich zwischen den Folgen. Wie aktiviere ich den Kram jetzt? Das war das Menü. Ah, Alt X war das. Genau, dann wird's grün in der Mitte, ja. Ich muss mir das dann alles hier aufs Lenkrad und so wieder drauflegen. Wie gesagt, normalerweise benutze ich VCA, deswegen muss ich mich jetzt hier aber erstmal wieder reinfuchsen. Wie das Ganze hier funktioniert. Aber da haben wir es doch schon. So. Aber hier hat er doch ein Vorgewende. Weil er hat zumindest automatisch das beendet. Die Linie wurde grün. Wurde weiß. Aber nö. Ist eigentlich ist nichts. Nee, keine Ahnung. So, wir machen hier mal noch eine Bahn quer rein. Was ich bei dem hier halt schön finde, du kannst hier die Kurse auch speichern. Also gerade wenn du nicht die Standardwinkel, also 0, 90, 180, 720 hast, ist natürlich richtig schön. Dann kannst du dir das speichern mit der Feldnummer und so und weißt dann, wenn ich auf dem Feld bin, ja komm, dann da kann ich nicht eben schnell das per Hand einstellen. Ansonsten finde ich halt, braucht man jetzt nicht zwingend, wenn man das hier so über diesen Geländewinkel macht, wie ich das jetzt gemacht habe. Wenn man natürlich wirklich immer einen A und einen B da die Linie einfährt, klar, dann würde ich auch jedes Feld tatsächlich speichern. Da muss man halt dann gucken. Ach, guck mal, das habe ich sogar schon auf dem Lenkrad drauf. Ich habe nämlich einfach mal auf Verdacht gedrückt. Also aktivieren, deaktivieren hatte ich mir schon gesetzt. Gut, gut. Wie gesagt, was hier halt wirklich schön ist, ist,
Du kannst GPS nur benutzen, wenn es ins Fahrzeug eingebaut ist. Warum das jetzt hier bei dem Gebraucht nichts gekostet hat, weil normalerweise kostet das richtig Asche, können wir uns ja auch gleich nochmal angucken. Warum das jetzt hier nichts gekostet hat, keine Ahnung. Vielleicht, weil es ein Gebrauchter war, dass es da halt dann quasi der Vorbesitzer könnte das ja auch schon gehabt haben. Ansonsten, wenn wir uns jetzt hier einfach mal, ja, nehmen wir uns mal, was weiß ich, nehmen wir uns mal den Traktor und wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen GPS haben, dann kostet das nämlich ganze 15.000, das einzubauen. Das ist also gar nicht so günstig. Aber dann benutzt man das auch wirklich nur bei den Fahrzeugen, bei denen man das wirklich haben will. Und man kann auch nicht hier einfach mal aus Faulheit hingehen und bei so einem alten Traktor, wie dem, mein Haupttraktor ja quasi, und kann sagen, ja komm, ich fahre hier doch GPS, wie es ja mit VCA zum Beispiel geht. Weil, hat nicht eingebaut, funktioniert nicht. Also ich finde das eigentlich schon ganz, ganz cool. Man muss sich halt an die etwas anderen Tasten gewöhnen, wobei ich halt... Ja, die wichtigsten Tasten werde ich auf dem Lenkrad haben und da kann ich mir die gleichen, wie ich sie sonst bei VCA habe, nehmen. Ich habe ja entweder das eine oder das andere drin. Ich habe jetzt nicht vor, beide Mods gleichzeitig laufen zu lassen und von dem her sollte das passen. So, na ist doch das Kalken auch deutlich schneller erledigt und wir können natürlich hiermit dann auch düngen. Was ja auch ein großer Vorteil ist. Und ich glaube, beim Düngen haben wir sogar noch ein bisschen mehr Arbeitsbreite. War das nicht hier bei dem Bredal so? Dass der irgendwie Kalk 12 Meter und Düngen 18 Meter oder so hat? Ich meine, irgendwas wäre da. Warte mal, was wir auch noch gucken können. Es gab doch auch noch eine Taste für Rotate, Alt, Ende. Da können wir das nämlich einfach mal hier so umdrehen. Und dann haben wir hier für unser Vorgewende schon die Ausrichtung. Schieben uns das noch zurecht. So. Ups. Und da rein. Schön, schön. Schön, schön. So, 12:30 in-game haben wir. Und ja, wir müssen auf jeden Fall das Feld noch fertig kalken. Beide Felder einmal düngen. Dann mit der Saatmaschine drüber. Das zweite Mal düngen. Ich muss mal gucken. Also ich hatte mir erst überlegt, ob ich es im Frühjahr mache. Da könnte es aber sein, dass ich Pflegebereifung brauche. Die habe ich ja jetzt nicht. Deswegen denke ich mal, nee, ich werde das zweite Düngen werde ich machen. Oh. Da war ich mit dem Arm auf die Seitenkonsole gekommen. Ich denke, das zweite Düngen werde ich dann nächsten Monat machen, wenn zumindest die Pflanzen schon mal angelaufen sind. Wir also schon ein bisschen grün sehen. Da können wir auch in der ersten Stufe, da können wir noch drüber fahren, ohne dass was kaputt geht. Da gehen wir kein Risiko ein, nix. Und dann passt das. Ja, dann nächste große Anschaffung auf jeden Fall ein Mähwerk, ein anderes. Wie gesagt, da können wir uns ja jetzt mit dem Traktor ausrichten. Ich finde es noch interessant, dass der hier wirklich am Ende der Bahn automatisch die grüne Linie ausgeht. Das bin ich so noch nicht gewohnt. Da wird bestimmt irgendwann mal noch ein Unglück passieren oder so. Mal schauen. So. Naja, so ein Mähwerk und ja, irgendwann dann auch mal noch einen anderen Drescher.
Wobei wir da ja möglicherweise auch Glück haben könnten, dass auch da was in den gebrauchten Markt reinkommt. Das wäre natürlich absolut ideal. So, ich mache hier unten. Oben haben wir ja den Weg, hier unten nicht. Deswegen mache ich hier mal noch eine zweite Bahn dazu. Und ja, da hinten bin ich gar nicht bis zum Rand gekommen. Da war ich etwas weit weg. Müssen wir nochmal ein klein bisschen nachhelfen. So. Und auf jeden Fall die anderen Big Bags, ob wir sie jetzt noch brauchen oder nicht. Aber wir müssen sie auf jeden Fall vom Händler nachher noch holen. Kann man die ja in den Schuppen, wo der alte Streuer steht, da kann man die da dazu packen. Das passt dann schon. So, nochmal schnell. Ich will das schön bis zum Rand haben, auch wenn das natürlich für den schmalen Streifen jetzt voll die Kalkverschwendung ist, aber ja. Was willst du machen? Der Monk, der meckert sonst. Och, hat das schon wieder ausgeschaltet. Da sind wir wieder bei dem Thema von der letzten Folge. Mit der Seitenkonsole und ja, du drückst die Taste einmal, aber die Seitenkonsole gibt dem Spiel das Signal doppelt. Schrecklich. Da möchte man am liebsten drauf trommeln. Aber ja, dann gehen die Knöpfe gar nicht mehr. Vermutlich. Naja, gut, dann machen wir jetzt von der Seite Bahn für Bahn rüber. Also hier so werden die Bahnen immer kürzer, finde ich vom Wenden angenehmer, als wenn man jetzt von den kurzen Bahnen in die langen rüberfährt. Was noch ein bisschen fehlt, bei VCA kannst du automatisch sagen, in die nächste Bahn rein. Das gibt's hier, glaube ich, nicht, ne? Neu ausrichten geht's. Ah, hier können wir die Linien noch verändern. Ja, Breite anders machen und so weiter. Aber nee. Jetzt sagen, Wendemanöver ab in die nächste Bahn, das geht mit dem hier nicht. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Das ist immer ganz angenehm, wenn du nur ein Knöpfchen drücken musst und er macht automatisch seinen Kringel in die nächste Bahn. Und ja, ich werde mit dem Streuer wohl nochmal zum Händler fahren müssen. Das reicht so nicht, da müssen wir auf jeden Fall nochmal auffüllen. Aber das, was beim Händler steht, sollte, denke ich mal, reichen für den ganzen Acker. Wir haben ja jetzt auch den Vorteil, dass wir nicht mehr überlappend fahren. Und dementsprechend da natürlich etwas weniger verschenken. Okay, vorher lenken wäre vielleicht. Wäre vielleicht noch eine Sache. Aber guck mal, da geht das so flott, flott, flott. Auf der einen Seite, ich wollte nicht so früh Kredit machen. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir da jetzt doch schon auch ein bisschen was Größeres haben. Und das ist halt uns. Wir haben es nicht mieten müssen, das ist uns. Es ist egal, wie viele Stunden wir da drauf, wie viele Tage wir das besitzen. Das gehört uns, das nimmt uns keiner mehr weg. Schön, schön, nur halt, ja klar, Reparatur müssen wir dann irgendwann mal noch gucken. Ich denke aber, ich bin so ein bisschen dabei, den nutze ich eigentlich immer, ist hier auch im Mod-Ordner schon drin, ist so ein extra Reparatur-Trigger. Ich denke, ich werde mir den hier auch auf dem Hof platzieren, aber da der hohe monatliche Kosten hat, wäre da halt natürlich auch vielleicht sinnvoll, mindestens den Winter abzuwarten. Solange wird halt das Gerät hier dann nicht repariert oder ich muss es halt dann doch mal teuer reparieren.
normalen Reparaturtrigger. Aber ja. Ich meine, er fährt ja. Er fährt vielleicht ein bisschen langsamer dann, wenn er mehr Last hat oder so, aber an sich fährt er ja. Das passt schon. Wäre jetzt was anderes, wie wenn das wie im ETS, ATS oder so, wenn dann Motorfehlfunktion und dir geht dann dauernd der Motor aus oder so. Das wäre mega nervig. Dann würdest du definitiv direkt reparieren. Da wir das hier im Spiel ja nicht haben, kann man das ein bisschen rauszögern. So ein klein bisschen. So, aber guck mal, sind wir fast fertig geworden. Sind das hier jetzt noch drei Bahnen vielleicht, huh? Eine müssten wir auch noch hinkriegen, aber ja, dann ist der Streuer so gut wie leer. So, der kommt. Dann gehen wir den Rest holen, fahren die letzten zwei Bahnen noch und ja, dann Kalk weg. Ja, dann Dünger. Dünger werde ich mir auch nochmal, denke ich mal, kaufen müssen. Wir haben einen Big Bag da stehen, der ist noch von Opa da. Aber das wird nicht reichen. Da werden wir uns noch was holen müssen. Saatgut haben wir auch einen Big Bag. Ja, da habe ich die Hoffnung, dass es reicht. Aber beim Dünger gehe ich wirklich stark davon aus, nö. Das wird nichts. So, dann könnten wir ja jetzt hier Linien einmal ausschalten. GPS ist aber noch alles so weit aktiv, dass wir da wieder in die nächste Bahn. Denn ich weiß jetzt nicht, wenn ich es ausschalte. Also wenn ich es komplett deaktiviere, ob er die Bahn so behalten würde oder ob ich es dann wieder neu ausrichten müsste. Solange ich das nicht weiß, das werde ich alles zwischendrin mal testen, aber das muss ja jetzt nicht direkt sein. Wenn ich das weiß, dann kann ich da in Zukunft auch vielleicht anders handhaben. So. Dann hoffe ich, dass nächsten Tag natürlich der geräucherte Fisch, Butter und Käse da auch nochmal ordentlich Geld im Hofladen rausholen. Und ansonsten können wir ja quasi im Prinzip so, wie wir jetzt heute auch das gefüllt hatten, dann auch wieder reinhauen. Lediglich beim Fisch müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall wieder am nächsten Tag auch wieder 100 Kilo räuchern. Und wir müssen mal gucken, wie viel wir aus dem See dann eben jetzt noch rausholen können, beziehungsweise wie schnell das alles nachspawnt. Gegebenenfalls werden wir dann halt ein bisschen rohen. Fangfrischen Fisch dann eben weniger verkaufen. Weil wenn wir jetzt am nächsten Tag dann eben, keine Ahnung, nur 120 Kilo rausholen, dann bleiben halt nur 20 Kilo frisch übrig und der Rest landet im Räucherofen. Logisch, ne? Logisch. So, dann machen wir voll das Ding hier. Naja, voll wird's nicht mehr, aber mach mal die Säckchen leer. Für die zwei Bahnen würde es jetzt schon reichen. Aber ja, warum dann nochmal mit was anderes hier zum Händler fahren? Deswegen, wir machen das jetzt leer. Und geben uns dann später wieder beim Leermachen auf dem Hof dann eben wieder neue. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drin habe, dass Big Bag Standard ist. Ich weiß, auf Twitch im Multiplayer irgendwo in Thüringen, da haben wir das als Mod mit drauf. Wenn du eine Saatmaschine oder hier so ein Streuer, wenn du den entleerst, dann kommen da nicht die Paletten, sondern dann kommen da Big Bags. Da fällt mir auch ein mit Mods, ich muss ja die Modliste für hier auch noch machen, wurde ja mal nachgefragt.
schaue ich mal, dass ich das jetzt... Ja, wenn ihr die Folge seht, ist heute, ist glaube ich schon die Montagsfolge, ne? Vielleicht ist die Modliste dann schon fertig. Ich hoffe mal, dass ich es am Wochenende packe. Aber ich kann nichts versprechen. So. Hammer. Ui. Ist schon wieder eine richtig lange Folge geworden. Aber gut. Wir machen jetzt die zwei Bahnen definitiv noch fertig. Tja. Den haben wir schon wieder ein gutes Stück geschafft. Ich schätze mal, Düngen brauchen wir auch, ja, jetzt nicht mehrere Folgen zu machen. Wenn das nicht in eine reinpasst, dann werde ich dann den Rest zwischendrin düngen. Und ja, bei der Saatmaschine, das wird wieder ein bisschen länger dauern. Da gehe ich mal von aus, dass wir da ja ein, zwei Folgen vielleicht machen und den Rest werde ich dann wieder versuchen zwischendrin ohne Aufnahme fertig zu machen. Dann können wir direkt nach der Saat können wir eigentlich direkt mit dem Striegel über den Acker fahren, dass gar kein Unkraut erst kommt. Weil ich da gerade überlege, ich glaube, das war besser, wenn man dann vorher düngt, weil dann hat man die dunkle Feldtextur und mit dem Striegel wird sie wieder hell, ne? Dann düngen wir erst nach der Saat. Dann drehen wir das um. Wir machen doch nicht vorher, wir machen danach erst das Düngen und dann mit der Saatmaschine drüber. Damit wir definitiv die dunkle Feldstruktur haben. Ja. Dann müssten wir nämlich besser sehen. Ich meine, ja, wenn wir es mit dem Traktor fahren, könnten wir natürlich den Striegel auch mit GPS machen. Aber eigentlich müsste der kleine Traktor den packen. Da wäre es natürlich Blödsinn. Da müssen wir mal schauen. Ich meine, wenn das dann doch nicht funktioniert, dass wir nicht sehen, wo was genau ist, dann kann ich ja immer noch umwechseln. So, jetzt stellen wir uns aber erst mal hier hin. Leeren einmal aus und ja, werden direkt Big Bags. Allerdings, wir haben getauscht. Das hier sind jetzt die Hofbergmann Big Bags. Was ja auch nicht schlimm ist. Bei Kalk macht das nichts. Die sind vom Füllvolumen beide gleich mit 2000. Bei Saatgut und sowas, da macht es halt einen enormen Unterschied. Bei den Standard habt ihr nämlich nur 1000 Liter drin. Bei den Hofbergmann Big Bags habt ihr 2000 drin. Also das macht sich dann schon so ein klein bisschen bemerkbar. Aber wobei, eigentlich muss ich ja den Streuer gar nicht abhängen. Passt der überhaupt hier rein? Geht das gut? Aber doch, müsste daneben passen, ha? Ah, eng, aber noch ein ganz klein bisschen darüber und das nächste Mal den Ladewagen noch ein bisschen mehr an den Futtermischer ran. Dann passt das doch hier nebeneinander. Gucke mal. Und ja, wir lassen den Traktor hier so dran hängen. Denn das brauchen wir ja zum Düngen wieder. Gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.